dass meine Identität nicht darin wurzelt, was ich alles leiste, sondern in dem, wer ich bin, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Das war für mich wirklich wie eine Offenbarung und ist es immer noch. Also ich lerne das ja auch noch. Ich bin jetzt nicht, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt alles kapiert und kann mich zurücklehnen. Das ist ein Prozess, in dem ich immer noch drin stehe, diese Liebe einfach anzunehmen. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Nicht immer ist alles in ihrem Leben glatt gegangen. Da gab es Ängste, Sorgen und auch einen Mangel an Selbstbewusstsein. Wenn man sie heute erlebt, kann man davon gar nichts mehr merken. Denn in ihr hat sich sehr vieles verändert. Und was sich verändert hat, das möchte sie nicht mehr für sich behalten. Sie fühlt sich nun als, ich zitiere das mal, Tochter Gottes und ruft auch andere Frauen auf, sich als eben das zu fühlen und danach zu handeln. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Inka Hammond. Dankeschön. Warum ein Buch, da liegt es ja, nur für Frauen? Oder ist es gar nicht nur für Frauen? Also in erster Linie ist es schon nur für Frauen. Ja, ein Buch für Frauen, weil es Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich habe eine Anfrage von dem Verlag bekommen, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich 3 Wochen darüber gebetet, über was ich schreiben soll oder für wen ich schreiben soll. Und dann wurde mir recht schnell klar, es soll ein Buch für Frauen werden. Sie sagen, das wurde Ihnen in diesen 3 Wochen klar. Wie hat sich dieser Gedanke verfestigt? Also es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt durch eine ziemlich schwere Zeit gegangen bin. Also ich war in der Traumatherapie, da kam ganz viel Zeug aus der Vergangenheit hoch, was ich durcharbeiten musste. Und ich habe in dieser Zeit einfach gemerkt, wie groß das Vaterherz Gottes für mich seine Tochter ist. Wie sehr er mich liebt, wie er mich sieht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe da so einen Schatz entdeckt. Und den wollte ich mit anderen teilen. Also es lag so nahe, über was zu schreiben, was mir selber gerade total nah am Herzen ist und was einfach dann auch authentisch rüberkommt im Buch. Darf ich fragen, Trauma, hat es dann einen Unfall gegeben oder war es etwas, was Sie einfach aus der Vergangenheit eine längere Phase aufarbeiten mussten? Ja, also ich meine, Trauma gibt es ja, es gibt ja seelisches Trauma und das habe ich erlebt. Es war mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, aber ich wurde da dann auch vom Heiligen Geist in dieser Therapie Stück für Stück daran rangeführt und musste da einfach durch ziemlich dunkle Themen durcharbeiten. Ja. Darf ich fragen, was das für eine Therapie ist? In der Regel ist es ja was Psychologisches, aber das scheint auch mit religiösen Aspekten verbunden gewesen zu sein. Ja, weil es ist so ein Segen. Ich hatte die Möglichkeit, bei einer Christin in Therapie zu gehen, die praktisch eine normale weltliche Ausbildung gemacht hat, aber den Aspekt von Jesus und dem Glauben und wie der Heilige Geist eigentlich der beste Seelsorger ist, da mit reinbringt. Also wir haben jede Therapiestunde mit Gebet begonnen und mit Gebet beendet. Und das war extrem heilsam für mich. Und während dieser Zeit, also während dieser 3 Wochen, haben Sie so vieles in sich entdeckt, aber eben auch etwas, was Ihnen Kraft gegeben hat. Und das wollten Sie dann teilen? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, es ist ja ein bisschen paradox. Es war wirklich die Zeit, wo ich mich am schwächsten gefühlt habe. Also wo ich das Gefühl hatte, mein Leben wird komplett auseinandergenommen. Und auf der anderen Seite habe ich eine ganz neue Stärke entdeckt, die ich unbedingt mit anderen teilen wollte. Weil es ist ja wirklich so, wenn wir am schwächsten sind, ist Jesus in uns am stärksten. Und das habe ich wirklich erlebt. Ich habe dieses Buch teilweise unter Tränen geschrieben, weil es mir wirklich auch weh tat. Und trotzdem ist da so eine starke Message am Ende bei rausgekommen. Wo lag die Stärke, die Sie bei sich entdeckt haben? Oder was ist Ihre Stärke? Ja, die Gewissheit, dass ich geliebt bin. Dass ich einfach so, wie ich bin, geliebt bin. Dass ich nichts tun kann, damit Gott mich mehr liebt und nichts tun kann, damit er mich weniger liebt. Und das habe ich vorher auch gewusst. Ich habe mich mit 11 Jahren zum christlichen Glauben bekehrt. Ich kannte Jesus, ich war im Kindergottesdienst, ich war auf einer Bibelschule, ich habe eigentlich das ganze Programm absolviert. Aber es war immer nur hier oben. Und während dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, ist das wirklich vom Kopf ins Herz gerutscht. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das ja auch gar nicht zu beschreiben, wie das denn vom Kopf in das Herz rutschen kann. Ja. Aber das wäre natürlich hilfreich zu wissen, weil es dann gegebenenfalls auch andere anleiten könnte. Ja. Aber ja, gibt es eine Möglichkeit, das zu beschreiben? Was haben Sie gemacht, dass das so funktioniert? Ja, ich habe, glaube ich, gar nichts gemacht, außer dass ich Ja gesagt habe zu diesem Prozess des Wiederheilwerdens. Ich denke, das ist total wichtig, dass wir diese Bereitschaft mitbringen, dass wir Ja sagen zur Heilung. Weil wenn wir unser Einverständnis nicht geben, dann kann auch nichts passieren. Und ich glaube, diese Bereitschaft zur Schwäche ist der Schlüssel, dass wirklich ganz viel passieren kann im eigenen Herzen.
Wir waren ja zu Beginn bei der Frage, warum nur für Frauen? Das, was Sie bisher erzählt haben, erscheint mir als etwas, was eigentlich jeden Menschen angeht, unabhängig vom Geschlecht. Aber trotzdem, Sie haben sich auf Frauen fokussiert. Ja, also weil ich, klar, eine Frau kann sich leichter mit meiner Lebensgeschichte identifizieren als ein Mann. Wobei ich in dem Buch auch ganz viele Prinzipien drinstehen habe, die auch für Männer gut sind und wichtig sind. Und ich denke, es schadet nicht, wenn ein Mann dieses Buch liest, einfach schon allein zu erfahren, okay, wie ticken Frauen oder wie verarbeiten Frauen bestimmte Prozesse. Ob ein Mann das anfasst, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie es aussieht. Ja. Man kann ja ein bisschen Angst bekommen. Ne? Also ich habe so gesagt, Mensch, das ist ja hier die Jeanne d'Arc oder wer ist das jetzt hier? Also da ist jedenfalls eine starke Frau drauf in der Rüstung und mit einem Schwert. Ja. Warum denn so etwas? Das sieht ja sehr martialisch aus. Ja, Gott ruft die Frauen. Das ist so echt mein Thema, so meine Herzensleidenschaft, dass in uns Frauen so eine Stärke ruht, die wir noch nicht entdeckt haben und die auch über Jahrhunderte unterdrückt worden ist, die nicht in die volle Blüte kommen konnte. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Frauen das wieder herauskramen und nicht auf dieser Schiene von Feminismus, wir brauchen die Männer nicht, sondern gemeinsam mit den Männern. Weil die Männer stehen ja auch mit einem Schwert da, so zu, wenn man das so mal dieses Bild nehmen möchte. Es ist ja nicht nur so, dass die Frau stark ist und kämpft, sondern der Mann soll ja auch seinen Platz einnehmen und kämpfen. Aber die Männer haben doch immer mit dem Schwert da gestanden. Nicht? Denn das wirkt ja jetzt so ein bisschen so, jetzt wollen wir Frauen das auch. Jetzt stehen wir auch mit dem Schwert da. Nee, eben nicht. Und ich glaube, deswegen haben Sie auch gesagt, das macht Ihnen Angst. Weil ich glaube, dass in Männern eine ganz große Unsicherheit herrscht, wenn Frauen plötzlich stark sind. Dabei hat Gott sich das von Anfang an gleichwertig gedacht. Wir sollen gleichwertig gemeinsam kämpfen, nicht gegeneinander ausspielen, sondern gemeinsam uns positionieren auf dem Schlachtfeld, sage ich mal, und Gottes Reich bauen gemeinsam. Also ich teile das vor allem mit der Gleichheit vor Gott, ohne Frage. Ja. Aber ein konservativer, biblischer Ausleger, ich muss jetzt ja mal den Advocatus Diaboli spielen, könnte ja auch sagen, ja, aber die Eva ist doch aus dem Adam erschaffen worden. Da ist nichts mit Gleichheit. Das war so angelegt. Ich weiß, da gibt es hoffentlich genug Argumente gegen, aber vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Also ich erlebe das ja so jetzt mit meinem Mann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von uns ausgehe. Mein Mann war über 20 Jahre von Pornografie abhängig. Und seine Abhängigkeit hat mich als Frau total mit runtergezogen, obwohl ich gar nicht wusste, dass er abhängig war. Aber das hat verhindert, dass wir in unserer Ehe, in unsere Berufung hineinkommen konnten, dass ich die Liebe komplett entfalten konnte. Genauso hat mein Gepäck, was ich mit mir rumgetragen habe, ihn behindert. Also wir standen uns gegenseitig im Weg. Und ich glaube, so wie Gott Mann und Frau sieht, ist, dass beide sich ihrer Abhängigkeit von Jesus bewusst werden. Also wirklich in ihrer Schwäche zu Jesus kommen und daraus Stärke bekommen. Und man steht dann ja wirklich auf demselben Level, weil man sich nicht über den anderen erheben kann. Ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf meinen Mann zeigen und sagen, boah, wie kannst du nur sowas mir antun, wenn ich weiß, ich habe ihm auch Dinge angetan, die nicht in Ordnung waren. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist so wichtig, dass wir uns nicht übereinander erheben, sondern uns beide, beide Geschlechter vor Jesus beugen praktisch und dann gemeinsam. Ist das die Stärke der Schwäche? Ja, genau. Und ich glaube, da mangelt es uns einfach dran. Wir wollen, die Fassaden sind immer schön getüncht. Das war bei mir auch jahrelang so nach außen hin. Auch bei meinem Mann, seine Eltern Missionare, immer der gute Christ. Nach außen alles perfekt. Aber hinter der Fassade war es dunkel und leer und kaputt. Und seit wir diesen Schritt gewagt haben, also er und ich, zu unserer Schwäche zu stehen und Jesus da ranzulassen, da Licht reinscheinen zu lassen, ist eine Stärke in uns gewachsen, wo wir beide auch in unserem Geschlecht stehen können, als Mann und als Frau. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie haben, also Ihr Mann hat seine Schwächen entdeckt, Sie auch angenommen, Ihnen ging es ähnlich, Sie haben Ihre Schwächen entdeckt, die angenommen und sind dadurch stark geworden, aber Sie schreiben jetzt vor allen Dingen für Frauen, weil das aus Ihrer Position als Frau herausgekommen ist, genau. Aber ein Mann könnte das ähnlich tun, um es dann auch auf Männer zu übertragen. Aber, absolut, ja. Genau. Das heißt, wir schauen doch jetzt erstmal, wodurch bekommt man denn eigentlich diese Stärken genau? Was ist das für ein Prozess, dass das in einem wachsen kann? Also Sie haben das eben beschrieben mit diesen 3 Wochen. Wie kann man denn aus dieser Schwäche eine Stärke machen? Ein Schlüssel, haben Sie eben schon mal gesagt, war zu erfahren und zu erkennen, dass ich von Gott geliebt bin. Mhm. Gibt es da noch was anderes? Also ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, seine Identität nicht in dem zu suchen, was man tut, was man leistet, sondern
in dem, zu wem ich gehöre. Also ich bin eine Tochter. Und das war was, was mir total schwer fiel, weil ich mich immer darüber identifiziert habe, was ich alles kann, was ich alles bin. Eben das, was nach außen strahlt. Ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich schreibe im Internet einen Blog und lauter solche Sachen. Aber dass meine Identität nicht darin wurzelt, was ich alles leiste, sondern in dem, wer ich bin, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, das war für mich wirklich wie eine Offenbarung und ist es immer noch. Also ich lerne das ja auch noch. Ich bin ja jetzt nicht, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt alles kapiert und kann mich zurücklehnen. Das ist ein Prozess, in dem ich immer noch drinstehe, diese Liebe einfach anzunehmen. Und ich denke, das Zweite ist, was mich auch sehr berührt hat, die Tatsache zu, also diese Waisenkind-Mentalität nenne ich das in meinem Buch, in der ich auch drin stand, obwohl ich Eltern habe, obwohl ich aus einer Familie komme, habe ich wie ein Waisenkind gelebt. Also ich habe absolut ignoriert, dass es da einen liebenden Vater gibt, der auf mich schaut, der sich über mich freut, der will, dass es mir gut geht, der Überfluss hat für mich. Das habe ich komplett ausgeblendet. Und ich denke, das ist so eine Vaterwunde, die wahnsinnig viele Menschen in sich tragen, wahnsinnig viele Christen. Und da so ranzugehen und heil zu werden, das hat für mich ganz viel Stärke hervorgebracht. Wir Christen sind ja auch Kinder unserer Zeit. Und ich habe eben gedacht, was Sie da so sagten mit der Leistung und ich muss dies und das bringen und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich das Modell, das Rollenmodell, was wir grundsätzlich vorliegen haben. Ja? Ja. Also du musst ja bei uns was machen, du musst bestimmte Show-off. Ja, das muss dauernd alles gezeigt werden, auch natürlich wieder durch die sozialen Medien verstärkt. Mhm. Ich, me. Ja. Das heißt, das wäre ja eigentlich, also jeder, der das so übernehmen möchte, was Sie erfahren haben, was Ihnen ja auch mal sehr, sehr gut getan hat, stellt sich aber doch eigentlich gegen die Grundregeln unserer Gesellschaft, oder? Absolut. Absolut. Es ist ein Schwimmen gegen den Strom. Und es wird immer massiver, weil vor allem in unserer Gesellschaft ja auch heute gesagt wird, du darfst alles sein. Also es ist ja uferlos. Wenn ich über Identität spreche, dann ist es ja ein ganz klares, ich gehöre irgendwo dazu, irgendwo wachsen meine Wurzeln richtig tief. Und das gibt's kaum noch. Das hat mit all den kaputten Ehen zu tun und auch diese Vielzahl, dass man sich mittlerweile sämtliche Geschlechter auswählen kann. Es gibt dieses Tief, dass die Wurzeln tief wachsen können. Das gibt's kaum noch. Und klar schwappt es dann über so auf die Christen, die da so mitgenommen werden und sich dann auch fragen, ja, wo gehöre ich eigentlich dazu? Kann ich mich wirklich nur an Gott orientieren oder gibt es da noch andere Kompromisse, die ich eventuell eingehen könnte? Gut, jemand anders würde vielleicht sagen, es ist ja schon wichtig, also diese Dinge, die Sie genannt haben, dass man wirklich zu seiner eigenen Identität findet. Und es mag ja Leute gegeben haben, die sich in dem, was ihnen vorgegeben wurde, nicht zurechtgefunden haben und sich eben was Neues aussuchen. Ja. Aber, was ja vermutlich richtig ist, ist mit den Wurzeln. Wo hat denn ein Christ seine Wurzeln und wie kann man das denn so leben, ohne dass man dann untergeht mit den Anforderungen auf der einen Seite von der Gesellschaft und dem anderen, was Sie jetzt gerade sagen, als Christ muss man verwurzelt sein und da auch stabil werden? Ja, also ich kann da nur von mir sprechen. Ich bin da jetzt keine, keine Expertin. Aber ich für mich versuche, Jesus einfach zu suchen und ich versuche, ihn inmitten von meinem Alltag, der ziemlich geschäftig ist, ich habe 4 Kinder, es ist immer viel los, einfach immer meinen Blick auf ihn zu halten. Ich liebe die Geschichte von der Maria, die sich zu den Füßen von Jesus gesetzt hat, obwohl so viel um sie herum war. Und weil es ging ja auch gegen den gesellschaftlichen Konsens, dass sich da eine Frau in eine Männergesellschaft reinbegibt und dazu noch sich einfach hinsetzt und nichts macht. Also und sogar die andere Frau macht ihr Druck und sagt, hör mal, kannst du mir nicht mehr helfen, was sitzt du denn da? Also das ist eigentlich das perfekte Beispiel von dem, wie wir mit Druck umgehen können, nämlich den einfach ignorieren und uns auf Jesus konzentrieren und unseren Blick ganz fest auf ihn richten und daraus empfangen wir dann auch Richtungsweisungen, wo es halt lang gehen soll oder wo unser Weg lang gehen soll. So erfahre ich das. Sie sprechen ja auch von Berufung durch Gott, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Was heißt das? Wozu sind wir berufen oder ist das auch was Individuelles? Und was würden Sie sagen, wozu sind Sie berufen? Wozu ist der Christ, die Christin berufen? Ja, also erstmal bin ich berufen, Ehefrau und Mama zu sein. Das ist gerade, wo ich stehe. Ich bin zu Hause und ich liebe es, mich um meine Kinder zu kümmern und einfach auch ein Heim zu schaffen für sie. Und darüber hinaus hat sich jetzt ganz viel entwickelt. Ich habe das schon immer geliebt zu schreiben und dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, das ist für mich ein Wunder. Das habe ich mir immer gewünscht. Und jetzt bin ich mittlerweile auch dabei, das zweite zu schreiben. Es gibt eine Fortsetzung von Tochter Gottes. Und das ist gerade meine Berufung.
Und darüber hinaus hat sich jetzt einfach auch so viel ergeben, dass ich meine Stimme erheben kann. Also das ist auch ein Kapitel im Buch, die Stimme erheben. Und ich spreche zu Frauen mit Vorträgen und ich nehme YouTube-Videos auf, weil mir das so wichtig ist, dass was ich erfahren habe, dass ich das weitergeben kann. Was sagen Sie den Frauen? Dass sie geliebt sind. Ich glaube, das ist so meine erste, wichtigste Message. Und dass sie angenommen sind. Dass sie lernen dürfen, sich selber anzunehmen. Dass es okay ist, Schwächen zu haben. Dass es okay ist, zu weinen. Wir müssen nicht immer stark sein. Wir müssen auch nicht immer zu allem Ja sagen. Es ist okay, Grenzen zu setzen. Solche Sachen. Ich wünsche jetzt, ich hätte eine Frau hier an der Seite, die jetzt fragen würde, ist das denn wirklich so? Sind wir Frauen so, dass wir in dem Sinne, ich weiß nicht, wie haben Sie es gerade formuliert? Unterdrückt haben Sie nicht gesagt, aber dass wir stark sein dürfen, dass wir uns geliebt fühlen dürfen. Ja. Also manche Frauen, also ich hoffe doch, dass auch Frauen sagen, dass sie sich geliebt fühlen. Es klang jetzt so ein bisschen so wie nach dem Motto, ihr Frauen seid sowieso nicht geliebt, aber ich bringe euch jetzt die Botschaft, ihr dürft euch auch geliebt fühlen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich die Einzige bin, die diese Botschaft bringt. Nein. Ich erlebe das, also die Rückmeldungen, die ich kriege, sind wirklich durch die Bank, Inka, du sprichst mir aus dem Herzen. Okay. Ich glaube wirklich, dass da eine ganz große Not da ist. Das ist ja furchtbar eigentlich. Es ist schlimm, ja, es ist wirklich schlimm. Aber ich denke, das erklärt auch, warum dieses Buch so stark gelesen wird, weil da so ein Hunger da ist nach, ja, oder auch diese Frage einfach im Raum steht, ja, wo gehöre ich denn hin? Was ist denn mein Platz in der Familie, in der Ehe? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Darf ich wirklich meine Stimme erheben? Darf ich wirklich predigen? Das sind ja alles Sachen, die teilweise in Gemeinden noch gar nicht geklärt sind, wo Frauen noch gar nicht ihren Platz gefunden haben. Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass wir da anfangen, drüber zu reden. Ist das vielleicht eher ein kirchliches Thema dann? Nein, das glaube ich nicht. Also jetzt klar, gemeindespezifisch schon, aber es gibt dadurch, dass in der Welt, also ich sage in der Welt da draußen, wo halt auf dem Arbeitsplatz, was weiß ich, die Frau auch extrem unter Druck gesetzt ist, auf andere Art und Weise. Da muss sie ihren Mann stehen, da muss sie jetzt alles unter einen Hut kriegen. Ja, Kinder, Karriere und am besten unabhängig vom Mann sein finanziell und was nicht alles. Das ist ein wahnsinniger Druck. Also ich frage mich, wie Frauen das überhaupt aushalten. Also ich denke, das ist absolut ein brandaktuelles Thema für Frauen. Sie haben eben gesagt, also so viele Frauen sagen, Inka, das ist genau das, da finde ich mich wieder. Ja. Gibt es das, kann man das ein bisschen auflisten, was das genau die Punkte sind, wo die sich wiederfinden? Also es ist wirklich interessanterweise, ich habe gedacht, als ich das Buch geschrieben habe mit der Traumatherapie, dass sich da nicht so viele mit identifizieren können. Und das ist, ich würde sagen, 80% von den Rückmeldungen steht drin, okay, ich muss mich jetzt echt mit dem und dem beschäftigen, das muss ich mir jetzt endlich anschauen. Ganz viele fragen mich, wo finde ich einen christlichen Therapeuten, christliche Seelsorgerin oder sowas in die Richtung. Und das erschreckt mich ehrlich gesagt, das habe ich nicht erwartet. Aber das zeigt halt auch wieder, wie groß die Not ist und wie wir Meister da drin sind, Dinge zu vertuschen oder einen Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das klingt ja so ein bisschen, und das gilt für uns Männer natürlich genauso. Wo ist eigentlich unser neuer Ort, in dieser sich in dieser sich ständig verändernden Gesellschaft, wo die Rollenmodelle jetzt schon seit langem nicht mehr klar sind. Ja. Wir Männer bekommen ja auch ständig irgendwas angeboten. Mal sollst du so sein, mal sollst du so sein, mal sollst du so sein. Ja. Das gilt für die Frauen dann offenbar ja genauso. Mhm. Hat sich für Sie als Christin jetzt schon etwas entpuppt, herausgestellt, wo Sie sagen würden, das könnte so ein Modell sein, was in einer Gesellschaft wie heute für mich als Frau lebbar wäre? Ja, das ist das Modell, das ich vorhin schon angesprochen habe, dass der Mann seinen Platz einnimmt. Aber was ist dann sein Platz? Aber nee, sagen Sie erstmal, Entschuldigung. Ja, also dass der Mann seinen Platz einnimmt und die Frau ihren Platz einnimmt, dass es nicht mehr ein Gegeneinander ausspielen ist. Ich bin der Stärkere. Ich meine, das, was der Mann gemacht hat über viele Jahrhunderte, ja, die Frau zu beherrschen, das dreht sich ja gerade rum, dass die Frau sagt, nö, ich beherrsche dich. Also ich will über dich herrschen. Ich will mich dir nicht unterordnen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann, also aus diesem Kampf müssen wir ausbrechen. Es geht nicht darum, wer was besser kann. Gott hat uns so wunderbar, einzigartig geschaffen, als Mann und als Frau. Es geht wirklich darum, zu gucken, okay, wo sind meine Stärken als Frau? Was hat Gott in mich hineingelegt? Und wie kann ich, wo ich stehe, in meiner Ehe oder auf meinem Arbeitsplatz oder
in meiner Familie diese Stärken ausleben und damit meinen Mann segnen oder die Männer um mich herum segnen. Das Gleiche muss ich aber auch der Mann fragen. Das heißt so, dass am Ende das Geschlecht dann eigentlich doch wieder keine Rolle mehr spielt, wenn man sich jedenfalls gegenseitig akzeptiert als Mensch, der bestimmte. Ja, das hat der Paulus ja auch gesagt, es gibt nicht mehr Mann noch Frau. Aber trotzdem glaube ich, Gott hat ja nicht umsonst Mann und Frau geschaffen. Irgendwas hat er ja vor mit diesen zwei Geschlechtern. Dass jeder transportiert was von Gottes Herzen, das der andere nicht transportieren kann. Also ich denke schon, dass es da schon nochmal geschlechterspezifische Unterschiede gibt, was man mitbringt, wenn Sie verstehen, was ich ja, meine. Ja, natürlich. Ich habe ganz aufmerksam zugehört, weil ich auch die nächste Frage jetzt schon wieder, was würde die Welt verändern, wenn christliche Frauen als christliche Frauen in ihrem Sinne diese Welt prägen? Ich glaube, dass die Welt ein warmer Ort werden würde. Ich glaube, dass die Welt, dass wir so Sachen wie Abtreibungen nicht mehr sehen würden, weil es Frauen gibt, die sich für andere Frauen stark machen, die anderen Frauen den Rücken frei halten. Frauen, die ihre Familien öffnen und sagen, okay, wir nehmen Pflegekinder auf, wir adoptieren Kinder. Frauen, die auch Lösungen haben für soziale Probleme in der Politik oder in ihrer, selbst nur in ihrer Nachbarschaft, im Kleinen. Es geht ja nicht immer nur darum, Riesensachen zu bewegen weltweit. Das fängt ja immer im Kleinen an. Und ich glaube, wenn wir Frauen uns von Jesus heilen lassen, wenn wir da echt uns anrühren lassen, unseren eigenen Dreck aufstehen, dann bewegt sich einfach ganz viel. Und es fängt bei uns zu Hause in der Familie an, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Und wer weiß, was es da für wunderbare Frauen da draußen gibt, die berufen sind, die nächste Kanzlerin zu werden oder irgendeine Organisation, was weiß ich wo, aufzubauen, um was zu bewegen. Also die Möglichkeiten sind endlos. Ich möchte nur gerne noch mal nachfragen, also Feminismus an sich, da haben Sie sich ja eben schon mal ein bisschen gegen positioniert. Ja. Den gibt es ja nun schon seit Längerem. Ja. Wo würde der sich denn unterscheiden von dem, was Sie sich vorstellen? Also ich glaube, dass der Feminismus, dass es den gibt, ist eine gute Sache. So viel Gutes bewegt, aber es mit allem, was wir ohne Gott ausmachen, irgendwann schießt es am Ziel vorbei. Und ich glaube, das erleben wir gerade beim Feminismus, dass der so am Ziel der Weiblichkeit eigentlich vorbeischießt, dass es nicht mehr um Weiblichkeit geht, sondern nur noch um Härte und um Stärke und um dieses Mann beherrschen. So empfinde ich das. Ich bin da jetzt auch keine Expertin, aber so wirkt es auf mich als Frau. Umkehrung der Verhältnisse. Genau. Und es ist vom Menschlichen her verständlich, weil eben auch echt viel falsch läuft. Aber wenn wir da Gott ins Spiel mit reinbringen, dann kommt da eben auch immer Heilung mit rein. Und wenn mein Frauenherz geheilt wird, dann habe ich kein Problem mehr, wenn mal ein Mann mir sagt, okay, mach das mal bitte, dann kann ich das machen, ohne mich gleich beherrscht zu fühlen oder unterdrückt zu fühlen. Aber wie gesagt, das muss immer zweigleisig laufen, auch mit den Männern zusammen, sonst funktioniert das nicht. Was würden Sie denn sagen, was eine Frau tun kann, um zu ihrer Berufung als Christin zu finden? Jesus suchen. Also wirklich wie die Maria, sich zu den Füßen von Jesus setzen und sein Herz suchen. Und Heilung auch suchen, was ich vorhin gesagt habe, dieses Einverständnis zur Heilung, wirklich ein Ja dazu haben. Und dann einfach auch abwarten, was passiert. Da kommt ja was ins Rollen, das ist ja ein Prozess, der losgeht. Und für mich war es erst mal 3 Jahre praktisch heulend auf der Couch sitzen, so ungefähr. Also es war ein schmerzhafter Weg, wo ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Und damals hat mir geholfen zu wissen, okay, ich mache das für meine Kinder, dass die nicht mehr solche Verhaltensmuster von mir lernen, wie ich sie gelernt habe. Oder dass meine Kinder nicht mehr mit diesem ganzen Dreck sich rumquälen müssen. Und ja, da bin ich eben Stück für Stück in die Heilung gekommen. Und mittlerweile darf ich da so viele Frauen damit berühren. Das macht mich so glücklich und so dankbar. Und ich glaube, das ist bei jeder Frau ähnlich. Der Prozess ist ähnlich, wenn wir uns dem aussetzen, dann kann ganz, ganz, ganz viel passieren. Ich nehme an, dass Sie heute auch ein paar Frauenherzen berührt haben. Das wäre jedenfalls gut. Also, und das klang jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen pathetisch. Nein, also jedenfalls, dass Sie einige Frauen erreicht haben mit dem, was Sie gesagt haben und sie vielleicht zum Nachdenken bringen. Ja. Das wäre ja sicherlich sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns davon erzählt und berichtet haben. Alles Gute Ihnen. Liebe Zuschauerinnen, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.